Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute gibt es nicht direkt was zum, also natürlich ist es zum Essen, aber ja, eher so ein Knusper oder. Also, wie komme ich auf Knusper? Weil der Muffel im Hintergrund hier schon wieder knuspert und ich die ganze Zeit dieses immer höre. Ja, was man halt abends so knabbern, ich glaube, knabbern ist das richtige Wort, so zum Fernsehen oder so knabbern kann. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt kalorienärmer ist als normale Chips, aber naja, man weiß zumindest, was drin ist und man kann sich wenigstens einbilden. Es wäre jetzt vielleicht kalorienärmer. Da brauchen wir heute nicht viel Zip und Zapp, also da muss ich jetzt auch nicht den Thermomix hier anschmeißen oder so. Ich nehme Olivenöl und gucken wir mal. Also ich habe schon eine gewisse Menge an Brötchen. Ich glaube, das sind 5 Stück. Da wird man schon ein bisschen was brauchen. Ich nehme jetzt 100 Milliliter Olivenöl. Werden wir ja sehen, ob wir wirklich hinterher alles dann davon brauchen. Ja, dann nehme ich einen Teelöffel von geräucherten Paprika, einen Teelöffel Paprika edelsüß. Ich mache das auch alles ein bisschen mit so einem Häufchen drauf, ne? Also nicht gestrichen. Und das ist ein Teelöffel Zwiebelgranulat. Ach, Zwiebel. Ich glaube, da mache ich noch einen zweiten drauf. Und ein Teelöffel Knoblauch. Und ja, ich mag es gern salzig, also ein Teelöffel Salz. Und das wird jetzt schön vermischt. Also ich sage, das wird jetzt heute wirklich eine ganz kurze Geschichte. Ja, ich denke mal, viele haben jetzt noch Urlaub, sind im Urlaub. Macht mal jetzt heute mal was Kurzes. Und ich habe schon ganz viele Rezepte vorgedreht. Die kommen dann jetzt die nächsten Wochen, wenn man vielleicht auch wieder mehr Lust auf Nachmachen auch hat, ja, auf Kochen und so. Und nicht so, ja, lethargisch eigentlich nur noch auf seinem Liegestuhl liegt. Ja, also eine unspektakuläre Flüssigkeit. Wobei ich sagen muss, das kann natürlich auch jeder ja, variieren. Wer jetzt kein Zwiebel will oder wer kein Knoblauch ja, oder kein Salz. Man nimmt einfach die Gewürze, die man mag. Und ja, das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen durchziehen und werde dann jetzt erstmal die Brötchen schneiden. Ach, und für die, die immer fragen, nein, das ist auch wieder, jetzt tun wir wieder, als wenn das ja ein Riesenkanal wäre und ach, anderen kriege ich ja so viele Fragen. Nein, nein. Aber eine hat zweimal gefragt, also ich hatte zwar beide Male geantwortet, aber ich denke, das eine Mal hat sie nicht gesehen, was die Flaschen im Hintergrund sind. Und das ist halt wirklich so größere Gewürze, also die ich in einer größeren Verpackung gekauft habe, die habe ich hier in diesen kleinen. Das sind immer hier diese nachgemachten Sylter Salatdressing Flaschen, die hebe ich immer auf. Dann plotte ich mir halt die Schrift. Und die großen, das ist von dem ansässigen Milchbauern hier. Da kann man die Milch drin kaufen. Und die Flaschen eignen sich halt auch super, da die haben 1 Liter Fassungsvermögen und da habe ich also hier Haferflocken, Reis und all sowas. Es ist halt geplottet, dass ich immer weiß, was wo drin ist. Es ist einfacher zu verschließen, da kommen keine Viecher ran und ich finde es auch dekorativ. Und ich sehe auch immer gleich, oh, das geht aus. Also, und vor allem, man hat nicht mehr diese angefangenen Packungen in den Schubladen, was ich ja auch toll finde, weil ich bin da auch so ein richtiger Schussel. Wenn ich da einmal irgendwo ziehe, dann plöpp, fliegt mir der halbe Schrank entgegen. Besser der Inhalt und deswegen, ja, für mich eignen sich diese Flaschen sehr gut. Und also, wer sich immer wundert, die sind tatsächlich auch immer, also, die sehen natürlich immer irgendwie gleich aus, aber man müsste das mal im Zeitraffer gucken, wie sich der Pegelstand der Flaschen immer verändert. Ach, und in den von Zwergenwiese nehme ich immer die kleinen Gläschen und da sind halt die kleinen Gewürze drin. Und da habe ich aber hinten ein Gewürz, also Gewürzregal. Ist auch von IKEA einfach diese Bilderleiste, da stehen die alle drauf.
Oh, der Muffel ist heute aber auch aktiv. Also gestern habe ich mir diese Brötchen gekauft bei Real, 65 Cent, 5 Stück, weil ich vorhatte, die Brötchen zu machen. Jetzt hatte ich aber auch gestern Abend vorgehabt, die frisch auch noch eins zu essen, aber das hat sich dann nicht ergeben. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie viel ich da rausbekomme. Also die sind jetzt von gestern, die sind nicht knüppelhart, aber so zum Essen jetzt vielleicht auch nicht mehr toll, ne? Und jetzt wird jede Scheibe einfach ein bisschen hier gepinselt. Und ich packe es hier auf meinen Stein. Aber kann man natürlich genauso auf ein Hackblech drauf tun. Das wäre jetzt auch überhaupt gar kein Problem. Und ja, das ist jetzt natürlich hier wieder eine Fleißarbeit, aber es ist einem ja nichts zu viel, ne? So. Und ich werde euch dann, ich werde das jetzt natürlich nicht euch mit einschläfern, sondern werde das still vor mich hin machen in einer meditativen Tätigkeit. Ich könnte euch natürlich wieder Geschichten aus meinem Leben erzählen, aber eine passende zu trockenen Brötchen oder Brotchips würde mir jetzt gerade nicht einfallen. Gibt es auch selten, dass mir zu irgendwas keine Geschichte einfällt. Also weil, wenn ich sage Geschichten, würde das ja heißen, es wäre erfunden. Nee, mir passieren schon immer blöde Sachen. Naja, aber um euch jetzt nicht zu langweilen, ich zeige euch gleich, wie es fertig aussieht. So, ich bin fertig. Das ist wirklich auch gar keine Arbeit. Also das hat jetzt vielleicht insgesamt, aber weil ich auch ewig rumtüdel und mit dem Muffel hier noch rummache. Ja, weil ich ewig hinter ihm her bin. So, nicht die Besten, nicht die Besten. Ja, deswegen hat es jetzt vielleicht 10 Minuten gedauert. Das kann man aber auch schneller schaffen. Und weil ich wollte das unbedingt auf zwei Bleche oder Steine halt drauf bekommen, deswegen war es natürlich auch ein bisschen Tetris-Arbeit, aber hat genau gepasst. Also 5 Brötchen, das waren so Kaiserbrötchen, passen genau auf 2 Bleche oder Steine halt. Und mit der Menge war auch total perfekt, also habe ich ja tatsächlich mal Glück gehabt. Also bei 100 Milliliter Öl, ja gut, jetzt ist es von den Seiten noch mal ein bisschen runtergelaufen, das kann ich jetzt auch noch verwenden. Ja, wenn es jetzt ein bisschen weniger gewesen wäre, dann wäre halt ein bisschen weniger drauf gekommen auf jedes Stück hier. Aber es passt mir jetzt super. Und ich heize jetzt den Backofen vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Weil ich jetzt wieder den Stein habe, packe ich das unten drauf. Ich meine, da muss ja nichts garen. Es geht ja nur darum, dass das jetzt so richtig röstet und knackig wird. Und ich stelle es erstmal 8 Minuten ein. Wird sich dann zeigen, ob ich da vielleicht nochmal 2 Minuten nachgebe. Also jetzt erstmal 200 Grad. Aber er ist noch nicht fertig vorgeheizt. Habe ich gerade erst dran gedacht, den anzumachen. Unten drauf, auf den Rost und Ober-Unterhitze. Aber ja, man kann natürlich auch Umluft, mittlere Schiene und ganz normales Blech oder einen Rost da rein tun. Das geht natürlich auch. Und die Zeit ist dann halt dementsprechend vielleicht anzupassen. Obwohl ich glaube, 200 Grad Ober-Unterhitze ist ja genau das gleiche wie, also vom Effekt das gleiche wie 180 Grad Umluft, aber ja, ich nehme ja immer lieber Ober-Unterhitze. Und die warten jetzt auf ihren Einsatz. Und jetzt ist es soweit. Ich muss das jetzt nochmal korrigieren. Also die haben 10 Minuten gebraucht und ich habe sie dann doch auf mittlere Stufe, also auf die mittlere Schiene drauf gepackt, weil das war jetzt das erste Blech und das wurde jetzt oben irgendwie, fand ich, dass es nicht trocken genug wurde, weil es soll ja natürlich schon auch richtig trocken sein, sonst ist ja keine Chips, also deswegen, ja, gut, die sehen jetzt ein bisschen dunkler aus, aber also vielleicht wäre es perfekt, 9 Minuten auf der mittleren bei 200 Grad. Ja, das war jetzt mein erster Versuch, deswegen, ja. Das sind jetzt die, die hier schon fertig waren. Aber es war mir halt wichtig, dass sie auch richtig,
ja, sonst würden die auch schnell schimmeln oder so. Die sollten richtig knackig sein. Also so. Und hören wir mal, ob es knackt. Also der Ofen ist natürlich wieder laut. Ja, es knackt. Das ist jetzt einer von denen, die schon abgekühlt sind. Toll. Richtig toll. Also würzig. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das gesünder ist. Ja, insofern gesünder, dass jetzt keine Konservierungsstoffe oder so drin sind. Es ist natürlich schon eine Menge Olivenöl, auch, aber also selbst ich würde das jetzt ja nicht an einem Tag essen. Jetzt kommt der Paketbote. So, also das kam mir jetzt wieder günstig. Das war sowohl der Paketbote als auch meine Nachbarin, die mir von ihrer Augen-OP erzählen wollte. Jetzt sind die auch wirklich kalt, ne? Die Kamera war schon von alleine ausgegangen. Also, nochmal. Kann ich wirklich empfehlen. Ist eine Knusperei, Knabberei. Bestimmt auch total super zu Rotwein oder so. Wir wissen, was drin ist. Kein Diätrezept. Aber natürlich auch eine schöne Verwertung von alten Brötchen. Aber nicht zu alt. Also ich glaube, wenn sie zu alt sind, dann kann man die ja nicht mehr schneiden, sondern dann bricht das ja fort so. Und bei den Gewürzen steht halt auch wieder jedem zur freien Verfügung, was er am liebsten mag. Ja, also die werde ich jetzt, also es steht, man soll es in einen verschließbaren oder luftdichten Behälter. Da packe ich das jetzt gleich rein. Ja, die sind soweit abgekühlt. Und ja gut, ich glaube, die werden sicherlich jetzt auch nicht so alt. Aber gut, hart werden können sie jetzt nicht mehr. Die sind hart. Ja, aber Hauptsache, dass es dann halt nicht schimmelt. Also es sind keine Konservierungsstoffe drin. Also länger als eine Woche würde ich die jetzt nicht aufheben. Aber ich glaube, so lange werden die bei mir jetzt nicht halten. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.